Der mächtige Michael Müller, der Bürgermeister von Berlin, hat die Demo am 29.08. verboten. Ich gehe trotzdem davon aus, dass sie stattfinden werden. Warum? Weil die Begründung, die er da geliefert hat, nichts anderes als fadenscheinig sind, vorne und hinten irgendwie nur dumm sind, wie diese ganze Regierung, die glaubt, hier werden Nazis, hier werden Spinner, hier werden Verschwörungstheoretiker und so weiter. Also die Liste ist endlos, wer da so alles draufsteht. Ja? Ich kenne bloß keinen davon. Das sind die Verschwörungspraktiker, die da oben in der Regierung sitzen wahrscheinlich. Ja? Also die genau wissen, was da hinter den Kulissen abgeht und warum sie uns hier mit Masken rumzappeln lassen und all diesen Blödsinn machen, uns gegeneinander aufhetzen. Teile und herrsch ist vorbei. Die gesamte Bevölkerung wird in Kürze auf der Straße sein und diese Regierung absetzen. So. Und weil das so ist, deswegen sage ich das jetzt auch so. Ja? Weil solche Dummbatzen wollen wir da oben nicht. Solche Volksvertreter wollen wir da oben nicht. Solche Volksvertreter sind komplett indiskutabel. Ne? Ja. Und wenn die dann auch noch Polizei auf uns hetzen und ihre Panzer schicken, man weiß der Teufel was nicht alles, dann wird das passieren, was immer passiert in der Geschichte. Wir wollen euch immer noch nicht. Ja? Und dann fängt das Katz-und-Maus-Spiel an, bis ihr weg seid. So. Herr Honecker hat damals 1989 auch nicht darum gebeten, dass Demonstranten kommen und ihn stürzen. Ne? Und er hat die Demo auch nicht erlaubt. Und Herr Müller, Sie brauchen uns gar nichts erlauben und Sie brauchen uns auch nichts mehr verbieten. Sie sind abgesetzt.